Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel-1-Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Das heutige Rennen führt uns zum 4,35 Kilometer langen Ungaroring nordöstlich von Budapest. Die Fahrer müssen sich auf 14 Kurven, 8 rechts und 6 links und eine Piste einstellen, bei der Abtrieb über alles geht und auf der Überholen extrem schwierig ist. Mein Co-Kommentator fürs heutige Rennen ist Stefan Römer. Warum reden wir nicht als erstes über Alexander Albon? Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richards startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel und Perez, Stroll, Sainz, Ricciardo und Danny Quert, Gasly, Ocon, Alexander Albon und Norris, Giovinazzi, Raikkonen, Romain Grosjean und George Russell, Latifi und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, versuchen wir es. Und damit herzlich willkommen aus Ungarn. Wir machen heute weiter mit dem Rennen und wollen natürlich hier wieder bombig punkten. Und dann gucken wir einfach mal. So, gucken wir rein. Passt und... Let's start! Pole Nummer 3 in dieser Saison und da wollen wir natürlich heute drauf anknüpfen. Albon hat leider eine Strafe bekommen, 10 Plätze genauso wie man es Magnussen, nur so nebenbei. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start, we don't want to bog down. Also Pole auf jeden Fall, es war nicht so weit weg, aber wie gesagt, mal schauen. Unser Ziel ist es hier heute diesen dritten Saison, oder ein fünften Saisonsieg zu holen, um halt ein bisschen den Abstand nach hinten zu vergrößern. 18 Runden stehen nachher an, also stehen jetzt hier an in Ungarn, aber im Sieg wollen wir natürlich. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. So, einmal kurz Ja drücken. Der Wechsel kommt, glaube ich, Runde 6 bis. Das darf uns nachher im Rennen natürlich nicht passieren. Ja, hoffen wir mal auf einen guten Rennstart. Wirklich die Führung zu behalten, den ersten Platz zu behalten, um ein sauberes Rennen hier in Ungarn so erfolgreich wie irgend möglich abschließen zu können. Wie gesagt, mein Ziel ist es heute, Lewis zu schlagen und am besten Platz 1 und der schnellsten Rennrunde. Und dann wären es immerhin 8 Punkte plus, dann wären es 23 Punkte Vorsprung in der Fahrer-WM. Die Konstrukteurs-WM, denke ich mal, machen wir sowieso unter uns aus, aber das ist halt die große Frage. Schaffen wir den WM-Titel? Können wir uns tatsächlich auch noch mal aus dem Spiel verabschieden mit dem Fahrer-WM-Titel? Oder heißt es nicht? Das wäre eines der wenigen Formel 1, wo es nicht passen würde. Aber wie gesagt, es sind ja noch ein paar Rennen. 5 Runden. Jetzt Ungarn, Belgien, Italien und dann Russland und Brasilien. Aber jetzt erstmal Ungarn konzentrieren. 18 Runden stehen jetzt an auf dem Ungaroring mit dem Ziel, das Ding irgendwie nach Hause zu rocken. So, der Start ist schon mal erfolgt und da ist relativ erfolgreich Erfolg. Schon mal haben wir Lewis, jetzt haben wir hinter uns und da kriegen wir ihn nochmal neben uns. So, ich mache ihm natürlich jetzt die Bahn schon mal zu, damit er dann jetzt nicht irgendwie dazwischen parkt. Es
Hamilton. Ah, es gab eine Kollision mit Lewis Hamilton. Okay. Gemerkt habe ich es nicht. Habe ihm eigentlich die Lücke zugemacht. Ich weiß, dass ich rote Pfeile hatte. Ich habe es noch nicht genau gesehen, wo er sich versteckt hatte. Vielleicht gab es auch eine leichte Berührung, aber... Naja. Er zieht nur mal zurück, weil es kaum möglich ist, auf diese Strecke zu holen. Das wäre das Wichtigste. Die Ziehen habe ich bewusst so hochgestellt, damit ich die Möglichkeit habe, der ist zu kontern von ihm. Also, Start ist schon mal guter Erfolg. Wir sind momentan Erster und Zweiter vom Team her, genau in der richtigen Reihenfolge. So sehe ich das zumindest. Und wie gesagt, ja, wir wollen natürlich den Sieg hier holen. Unsere dritte Podi-Saison natürlich als Sieg ummünzen. Will aber nicht einfach werden gegen den Briten da hinter uns, sich da durchzubeißen und durchzusetzen. Der natürlich mit dem selber mit dem Sieg nochmal sich ein bisschen zurückfighten würde, zumindest zurückkämpfen würde in die um die Team-WM, um die Fahrer-WM. Jetzt kann man es ein bisschen absetzen. Schnellste Runde ist Erfolg. Die behalten wir auch nach der ersten Runde. Und jetzt versuche ich ein bisschen mich abzusetzen mal. Mein Ziel ist es, über eine Sekunde vor der Beginn der dritten Runde ran wegzukommen, weil eben sonst Hamilton den Flügel darstellen könnte, wenn ich ehrlich bin. Die KWM werden wir sowieso holen. Wenn er natürlich jetzt von Verstappen noch überholt wird, geht es natürlich ein bisschen weiter nach vorne. Und ich will mir eigentlich relativ gerne einen Joker spielen und quasi vor Brasilien Minimum schon den Titel klar machen. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen zu fahren. Ne? Es sind ja noch ein paar Rennen. Nächste Woche, wie gesagt, Belgien und Italien. Und jetzt versuchen wir mal wegzuarbeiten. Gute halbe Sekunde Rückstand von Lewis Hamilton mittlerweile. Der ist ein bisschen dran an uns. Zweiter Sektor war nicht gut. Haben wir ein bisschen was liegen lassen. Da erster Sektor klar, schneller, aber zweiter Sektor weiter. So, jetzt komme ich wieder ein bisschen von ihm hinter mir weg. Und jetzt sind wir auch eine Sekunde weg. 1,96 kriegt der Hamilton nochmal. Ne, kriegt er nicht. So, also Lewis ist jetzt ein bisschen raus, dass er der ist. So, ein Abstand über eine Sekunde, damit hätten wir es. Und der muss auch hinten gucken auf Max Verstappen. Die Frage ist, können wir uns jetzt ein bisschen absetzen? Ne? Weil ich hoffe, dass der Verstappen ihn kassiert. Es sind halt nicht viele Positionen. Ne? Und das ist halt nur eben jene Zielgerade. Und wenn sie da sich ein bisschen bekämpfen, ein bisschen bekriegen und alles drum und dran, kann ich hier vorne ein bisschen profitieren und mich da vorne mich von den Jungs da hinten ein bisschen lösen. Aktueller Abstand 1,5 Sekunden, das heißt, wir sind, was das DLs betrifft, komplett raus. Ja, leichter Crash, ja, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Der Körper ist natürlich auch im Rennen extremst gefährlich und das möchte ich gerne einfach unterlassen, dass ich da drauf komme. Runde 3 sind wir mittlerweile. Box ist auch inzwischen Runde 6 und Runde 9, also relativ schnell jetzt, weil die roten Reifen zügig abbauen. Die Soft haben, die Mediums haben gut funktioniert, das hat man im freien Training gesehen, aber 6-7 Runden gefahren auf den Mediums. Oder 5 Runden, für 6 Runden haben wir gewonnen. Jetzt ist er wieder ein bisschen dran, der Lewis, da haben wir ein bisschen, sind wir durch den dritten Sektor relativ schlecht gekommen. Also hier oben ist der Markerpunkt. Reicht es, um uns tatsächlich zu retten? Hier ist der Markerpunkt, der ist drüber, also dementsprechend ist er dran an uns. Also er kann halt mit der jetzt flach stellen. 1,1 Sekunden, ich glaube, das zählt nicht. Ja, kam nicht wirklich rein. Also um die Sekunde sind, kann ich mich versuchen abzusetzen. Da ist nämlich der zweite Messpunkt. Also das ist der zweite Messpunkt, hier kann er wieder rankommen. Jetzt kommen wir wieder weg. Also es ist der dritte Sektor, der uns momentan so ein bisschen das Nachdenken betrifft. Vierte Runde sind wir jetzt mittlerweile, also fünfte. Dass wir die Runde abgeschossen haben, mal 5. Jetzt setze ich mich wieder ein bisschen auf 1,5 Sekunden ab. Und geht jetzt auf die schnelle, geht jetzt weiter auf die auf eine schnelle Runde. Jetzt sind wir noch ein bisschen besser durchgekommen. Zumindest fühlte sich das so an. Absolut über 1,5. Also nochmal. Er ist nicht im DS-Fenster, aber der dritte Sektor kommt ja noch. Also unser so ein bisschen schwieriger Sektor, unser Sorgenkind quasi. Da ist er nämlich gut im Rand gekommen. Das hat man ja auch so schon gezeigt, 1,5. Aber er ist jetzt bleibt weg. Komm, wir kommen wieder ein bisschen weg. Er muss jetzt eher nach hinten gucken gegen Max Verstappen, der ihm natürlich an der Backe klebt da hinten. Der Abstand wächst jetzt Richtung 2 Sekunden.
kann uns also wieder ein bisschen absetzen. Und solange die sich da hinten ein bisschen bekriegen, bleibe ich Bernd Krause wieder fest. Schnellste Runde, 19.3. Und das trotz des DRS vom Red Bull. Ja, nicht das Tempo mitgehen kann. Aktuell Abstand auf Lewis Hamilton 2,3 Sekunden knapp. Dementsprechend haben wir das Thema mit dem DRS schon mal nicht mehr. Und wenn wir nachher auf den Mediums sind, wenn wir ein bisschen Glück haben, ich hoffe, dass natürlich jetzt nicht wieder, wenn wir dann in die Box gehen, ein Safety Car kommt und es so ein bisschen die Strategie kaputt macht. Das war nämlich das Problem in Großbritannien, weil genau in dem Moment der Boxenstopp kam, kam das Safety Car raus und dementsprechend saß man nämlich auf einmal hinter den Autos. Und da saßen wir nämlich schon hinter den Autos fest, konnten es tatsächlich noch relativ, Gott sei Dank am Ende noch Sebastian Vettel packen und so zumindest noch ein paar Punkte, zwei Punkte mal in Mitte mehr holen, macht viel aus. Ob du 10 oder 12 Punkte holst, am Ende können 2 Punkte sehr, sehr entscheidend Richtung Fahrer-WM sein, ne? Ich glaube, in der MyTeam-Karriere in unserer ersten war es, glaube ich, am Ende 1 Punkt oder so. Gegen zwischen Hamilton und Bottas. So, jetzt gehen wir rein. Wieder über 2 Sekunden. Bisschen hat er aufgeholt, ist aber in dem Moment wurscht. Wir können es ein bisschen lösen. Halt den Abstand knapp über 2 Sekunden. Also um die 2 Sekunden, das ist wichtig. Hamilton jetzt in der Box, genau wie Verstappen. So. Wir gehen natürlich in der nächsten Runde. Wollte eigentlich gerade noch gesagt haben, die wir können es lösen von Lewis, dann können sich Lewis und Max ein bisschen von Leclerc lösen. Und dann haben wir schon etwas größere Lücke nach hinten Richtung Platz 5. Den wir mit Sergio Perez, also virtuell, müssen wir gleich sortieren. Und ich will dieses Rennen gewinnen. Dann haben wir nur diesen Stand jetzt vorbei am zweiten freien Training. Weil wir momentan das Rennen dominieren, können den Abstand relativ konstant halten, über 2 Sekunden. Und haben auch die schnellste Runde im Sack. Und damit wäre der Abstand momentan auf 23 WM-Punkte. Setzen voraus, dass Hamilton zweiter bleibt. Oder Red Bull macht uns nicht richtig die Rechnung, oder macht ihm nicht richtig die Rechnung. Und würde ihn vorbeisetzen. Was für mich lieber wäre, weil wenn ich ehrlich bin, das macht viel, viel aus. Sind wieder 3 WM-Punkte mehr, wären es dann nämlich 26. Dann hätten wir fast einen Joker. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Box, gehen auf Gelb. So, rein in die Box. Ein bisschen Benzin haben wir noch. Leclerc ebenfalls rein. So. Ui, ich dachte mir schon, der wartet jetzt nicht ernsthaft wegen dem Ferrari noch. So, natürlich verlieren wir jetzt ein bisschen Platzierung. Aber wichtig ist, A Mercedes, B Ferrari. Verloren haben wir ein bisschen. Ja, Latifi, den wollte ich jetzt eigentlich nicht noch vom Jahr. Gott sei Dank haben wir den noch gekriegt, ey. Aber nämlich der Verstappen, den habe ich dahinter klebt. Der hat ihn nämlich nicht kassiert. Der wird verlieren. Und deswegen war das so wichtig, diesen Latifi noch zu bekommen. Ich weiß, dass es auch eine leichte Berührung gab. Aber ich konnte auch mit dem Latifi auch vorbei an Hamilton. Das war deutlich, ja. Doch, tatsächlich. Und damit meine ich das. Ja, ich meine, ich brauche es nicht, wenn es immer nur sein muss. Und Verstappen hängt natürlich hinter Latifi fest. Und das soll mir persönlich recht sein. Umso größer wird der Abstand nämlich da hinten. Und jetzt hätten wir momentan sogar 26 WM-Punkte Vorsprung, weil eben Verstappen vorbei ist an Lewis Hamilton. Ja, und die beiden hängen hinter Latifi fest. Das heißt, ich kann meinen Abstand schön vergrößern. Deswegen war es nicht ganz unwichtig, da sich doch vorbeizukommen. Und mit der A-Box hinaus hat. Ich weiß, es gab eine Berührung mit dem Williams. Aber das liegt daran, dass ich sehr in die Kurve anfahren musste wegen der Boxengasse. Und ich war vorne. Ich vermute, das ist kein mit Absicht geschafft. So, jetzt gehe ich mal vorbei an allem, was da jetzt noch kommt. Wir gehen momentan wieder in Führung. Das ist natürlich klar. Moment sortiert sich das gleich wieder ein. Also, jetzt gerade mal ein bisschen Sortierung. Wir haben momentan auch schon 4,5 Sekunden auf Verstappen. Der jetzt gerade jetzt vorbei an Latifi ist, der jetzt in die Box ist. Und das ist das Gute. Wieder in Ungarn ist es nämlich schwierig zu überholen. Und deshalb kam halt nicht an Latifi vorbei. Hab schon auf Hamilton sind 5,2. Da ist es auch okay.
Den Red Bull haben wir weg, den kriegen wir auch ein bisschen. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Ja, natürlich wechseln wir jetzt irgendwann nochmal aus. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wechseln. Wobei, wenn ich ehrlich bin, lieber in Belgien oder sowas oder Italien, wo das überholt deutlich leichter ist als hier jetzt. Die Strafe auf sich nehmen. So, aktuell kommt es noch ein bisschen ran, 3,5 Sekunden. 3,4. Das scheint mir gerade ein bisschen Probleme zu kriegen. Sicher ist das Ding hier noch nicht. Ach, doch 10 Runden. Aber zumindest mal den Abstand wieder ein bisschen vergrößern. Und wichtig ist, dass die uns die schnellste Runde wegschnappen. Und wir haben nicht, der eine Punkt macht viel, viel aus. Und selbst wenn, müssen sie auch erstmal an uns vorbei. So, Abstand wieder 4,0 Sekunden, 4,1. Also ich kann sie gerade ein bisschen mit den Jungen spielen, weil ich kann immer mal ein bisschen wieder gegenhalten, wenn sie auf die Idee kommt, okay, ich versuche mal ein bisschen wieder ranzukommen an den Mercedes da vorne. Kann ich mich versuchen, ein bisschen abzusetzen, wieder und sagen, okay, ich hau mal ein bisschen noch ERS mit rein. Und sitz vorne. Außerdem habe ich doch Benzin nach 1,5 Runden plus. Dementsprechend kann ich so am Ende noch mal ein bisschen was pushen. Um so ein bisschen um Zweifel zu beseitigen, wer hier dieses Rennen heute gewinnt. Aber naja, es ist noch ein bisschen Zeit und technische Defekte sind ja auch nicht ausgeschlossen. Ich hoffe zumindest nicht, dass oder Dreher oder was auch immer oder andere von oben. Meine Eingriffe von oben, so rum ist es richtig. 3,8. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Ja, den halte ich mir schon vom Hals. Wenn es noch größer werden würde, über 20 Sekunden wäre es super. Aber momentan bleibt es um die 4 Sekunden konstant. Das ist immer gut. Solange es über eine Sekunde ist, solange er nicht irgendwie in den Dunstkreis von uns kommt, mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir das Ding hier heute nicht nach Hause fahren. Dann wäre halt dieser Ausrutscher an dem am Freitag, am zweiten freien Training relativ egal. Klar würde es ein bisschen ärgern, weil es wieder ein perfektes Wochenende wäre sonst. Aber fürs Team ist es ein perfektes Wochenende, weil wir momentan alle Sessions klar dominiert haben hier in Ungarn. Also das nochmal. So noch 7 Runden, 8 Runden noch. Und es kann noch so viel passieren. Das Rennen ist aber weitem nicht vorbei. Und wie gesagt, mir tut es gut, dass der. Eigentlich ist es gut, dass der Verstappen da auf 2 liegt. Und Hamilton ja nach hinten gucken muss gegen Leclerc. Weil wenn ich ehrlich bin, umso mehr Autos, wie gesagt, die KWM müssen wir wahrscheinlich holen. Aber umso mehr Autos dahinter, zwischen mir und Lewis Hamilton sind, umso besser ist es. Im Hinblick auf die Fahrer-WM, ne? Die will ich ja unbedingt gewinnen. Klar, es war ein blöder Ausrutscher in Großbritannien im letzten Rennen mit diesem 9. Platz nur am Ende. Beim Heim Grand Prix. Sehr, sehr bitter für ihn. Dadurch, dass ich Vierter geworden bin. Noch mal ein bisschen was holen konnte, aber ich glaube, die Safety Car Phase hat es ein bisschen kaputt gemacht, sonst hätten wir das Ding wahrscheinlich gewonnen. So, einige Rennen haben wir noch, 3,8 der aktuelle Vorsprung.
So, weil ich, wie gesagt, der hat schon bei Parallel, bei, klar, bei diesen rund 4 Sekunden. Weil wird wohl wieder ein bisschen was verlieren an den Boden, weil sie momentan nur Verstopfen reinbringen. Albon durch den Motorwechsel, diese 10 Plätze Strafe, wo er nur von 13 starten kann, auf der Strecke wird wahrscheinlich nicht allzu viele Punkte holen. Ich weiß nämlich nicht, wie die Platzierungen dahinter, hinter Lance Stroll sind. Werden wir auch dann am Ende erst sehen. Wir haben noch einige Runden zu fahren und 6 oder 5 oder 6 an der Zahl. Und ich, wie gesagt, ich habe noch gesehen, ich habe noch ERS in der Hinterhand, ich habe noch das. Ich habe noch Benzingemisch in der Hand. Aber brauchen wir gerade nicht, weil wir haben alles hier vorne im Griff. Wobei Verstappen jetzt gerade so ein bisschen pushen geht. Also der hatte mal 4 irgendwas Rückstand und ist nur bei 3,2 jetzt. Also langsam kommt der Red Bull, aber wieder nochmal. Ich werde auch ein bisschen weniger gerade. Bisschen lockerer jetzt gerade so ein bisschen. Nicht mehr auf Vollspeed fahren, nur dann, wenn es wirklich irgendwie nötig ist. Ich werde es beobachten. Wir haben wieder eine gute, knappe, halbe, etwas mehr als halbe Sekunde draufgepackt. Und damit wird alles im Griff. We're leading our teammate by 5.7 seconds. Genau, die Meldung gerade reingekommen. 5,7 Sekunden haben wir Vorsprung auf Lewis Hamilton. Jetzt sind es mittlerweile über 6. Also nochmal alles im Griff. Ich hoffe, dass vielleicht Leclerc ihn nochmal kassieren würde. Wir haben noch, ja, 5 Runden hier in Budapest. Dann wollen wir dieses Ding eigentlich wo man auch abschließt, und dann haben wir Ungarn hinter uns. Wie gesagt, nächste Woche ist Belgien. Da hoffe ich, dass wir dann den nächsten Schritt weitermachen. Ich denke mal, allerfrühestens im vorletzten Rennen in Russland können wir es zumachen. Na gut, vielleicht sogar noch ein Rennen früher. Italien, na, Italien glaube ich nicht. Das wäre zu früh. Wobei, warum nicht? Das ist ein Hamilton mal Ausfall noch hier in diesem Rennen. Und lassen wir vielleicht ein schwaches Ergebnis noch in Belgien holen. Das könnte es auch schon in Italien klar machen. Aber wir schauen einfach mal. Wir nehmen das wieder momentan mit, so wie das jetzt aktuell steht. Ich rechne, dass er momentan Dritter würde. Den ich möchte über 26 4 Punkte Vorsprung und hätten quasi fast den kompletten Joker in der Hand. So, Runde 14 sind wir jetzt mittlerweile. Runde 15, 14 abgefasst, 15 jetzt. Ich hoffe, dass wir Claire vielleicht hier noch inkassiert und Podiumschutz. Dann wären es nämlich nicht nochmal 3 Punkte mehr. Dann wären es nämlich nicht 26, dann wären es 29. Und dann hätten wir einen Joker frei für Brasilien. Und damit hätten wir das Thema vor Brasilien durch. Also ich rechne einfach, wie gesagt, wie es kommt. Momentan sind es bei 26 Punkten, weil wir 15 hatten wir vorm Rennen. Momentan würden wir 26 holen, Hamilton nur 15, sprich plus 11, und dann wären wir auf den 26, wie ich das eben schon vorgerechnet habe. Aber ja, mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen was zu fahren. Wir müssen auch das Rennen erstmal noch abschließen. Und während wir uns langsam oder stetig vom zweiten Sektor Verstappen immer mal wieder rankommt, wenn jetzt aber ein bisschen Blut geleckt hat, war nämlich nur noch 2,5 Sekunden auf einmal. Also so ganz zu 1000% sicher ist das Ding heute noch nicht, aber wieder, wir haben alles im Griff. Wir waren natürlich aus dem DS-Fenster raus, 2,7 aktueller Abstand, waren mal 4, irgendwas. So, ich gebe jetzt auch mal ein bisschen Gas. Wir haben noch ein paar Runden Zeit, um das Ding heute nach Hause zu fahren. Ja, ein bisschen aufpassen, da war ein ganz leichter Rutscher mit drin. Solche Dinge gilt es zu vermeiden, wie zum Beispiel im Qualifying in unserem dritten Versuch, wo wir auf den Kurb gekommen sind und wo das Auto sich am Ende weggedreht hat. 2,9, also wieder Abstand um die 2,5, 2,9, 3 Sekunden. Das pendelt immer sich ein bisschen dahin. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Ich hab, wie gesagt, noch ein bisschen mischen. Nehmen wir noch ein bisschen was Zeit auf rum. 2,1 Sekunden nur noch.
Weil solange er nicht ins DRS-Fenster kommt, ist mir das irgendwie egal. Und jetzt gebe ich ihm das noch mal, jetzt gebe ich ihm noch mal ein bisschen Zeit. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen was nachpushen. Noch mal ein bisschen Benzin, extra Power. Damit er überhaupt gar nicht auf die Idee kommt. Ey, den könnte ich noch kriegen da vorne. Weil wenn ich ehrlich bin, ist das auch nur ein taktisches Spielchen. Das ist Materialschonung für das nächste Rennen. Wir haben jetzt einmal getauscht, ich denke mal, wir kommen durch. There's 5 laps of fuel remaining. Ja, nicht bloß auch nicht irgendwie eine 3-Sekunden-Strafe. Das wäre natürlich jetzt der Obergau. Dann wären wir nämlich Zweiter und Max Verstappen würde diesen Sieg erben. Wir haben eigentlich dieses komplette Rennwochenende im Griff. Der Ausrutscher am zweiten freien Training, wo Hamilton mehr auf Softsteller war als wir. Naja. Vorletzte Runde, letzte Runde geht es gleich weiter. Also wir haben es fast. Ja, kann Leclerc uns tatsächlich nochmal 3 Punkte schenken. Kann er sich Lewis Hamilton holen, das Podium fahren und momentan sieht es nicht so aus. Viel bleibt ja nicht. Ich verziehe gerade so eigentlich der oberste Punkt oder die größte gerade, wo es eigentlich passen würde. Weg von dem Körb. Haben wir geschafft. Jetzt gibt es nochmal die Schikane hier. Auch da ist durchaus Drehpotenzial da. Bringen wir aber durch. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich noch mal ein paar Reserven gefunden, weil er immer wieder rankommt. Gehen wir wieder auf die überholen. This is your final lap of the race. Letzte Runde in Budapest. Schaffen wir das Ding nach Hause zu fahren. Und gehen mit 26 WM-Punkten Vorsprung in die letzten Rennen. Belgien, Italien, Russland, Brasilien. 4 Rennen danach noch. 26 Punkte Vorsprung. Das wird knapp, das wird spannend. Aber jetzt ist mal, wie gesagt, die letzte Runde in Budapest, dieses Ding irgendwie nach Hause zu nehmen. Der Abstand zu Hemme ist zu Verstappen mit größer. Wir haben jetzt den ersten Sektor. Ersten Sektor haben wir nochmal schnellste Runde gefahren. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Ich lasse ihm gar keine Hoffnung, dass er da irgendwas noch reißen könnte. We've only got 2 laps of fuel left. Benzin ist mir gerade egal. Jetzt können wir nämlich schön durch Gas geben. Weil wir dann eigentlich ungefährdet der Sieg. Zweiter Sektor war nicht gut, aber zweiter Sektor war eigentlich unser Problemsektor. So, jetzt fragen wir mal, dritter Sektor, schaffen wir vielleicht nochmal nachzulegen und nochmal Gas, nochmal den schnellsten Sektor zu fahren, weil dann wäre es wahrscheinlich sogar eine schnellste Runde. 1,8, der Verstappen weiß das. Aber er wird nicht mehr reinkommen in diesen Kampf. Das ist die letzte Kurve hier in Budapest und dann ist es der Sieg. Und das ist ein ungefährdeter Wochensieg am awesome. Sonntag. Well geschafft, liebe Leute. Magnus, ein Fahrer des Tages. Na klar, von ganz hinten. Wahrscheinlich einige Positionen gut gemacht. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Leclerc hat über Hamilton gekriegt. Wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende.
Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ah, ich freue mich, in Ungarn hier zu gewinnen, endlich. Der vierte Saisonsieg, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat Bahrain haben wir ja gewonnen. Österreich gewonnen und jetzt hier dieser Sieg in Ungarn. Ja, war eigentlich ungefähr, sagen wir mal so, eigentlich waren wir von vorne weg vorne, bis auf die Boxenstops halt. Bisschen Glück gehabt, dass wir an Latifi noch vorbeigehuscht kamen und Verstappen dann zurückgefallen ist. Das hat es vielleicht auch noch ein bisschen ausschlaggebend gewesen. Auf die Fahrerrangliste. Richards vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Meine Wahl wäre Lance Troll. Er konnte ein beständig hohes Tempo halten und dabei auch die Kurven gut meistern. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Genau so ist es. Ja, dann sind wir durch hier in Ungarn. Haben es geschafft, haben das Ding gewonnen. Das war ganz, ganz wichtig. Das war das große Ziel. Nächste Woche, wie gesagt, Belgien. Da freue ich mich drauf. Da wird es auch hoffentlich wieder einen erfolgreichen Abschluss, Rennabschluss geben. Mal gucken. Bei Ihnen sah das leicht aus. Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? So, genau das. Ja, ein bisschen Glück mit den Boxen, damit das immer ganz richtig kommt. Konkurrenz in dieser Saison für sich ein. Ein Podiumsplatz für Ihren Teamkollegen. Werden Sie heute Abend zusammen feiern? So, meine Triebwerksabteilung, klar, das hat mit dem Motor auch ordentlich gepasst. Gut, Hamilton hat den Platz verloren sogar, ne? Ja, es ging Verstappen zurückgefallen. Wirklich, für uns ist es so gut, weil so haben wir quasi uns fast einen Joker erarbeitet in Brasilien. Damit bräuchten wir sogar nur ein Pünktchen. Stand jetzt. Habe ich gesagt. So, nächste Rennen ist wie gesagt Belgien dann. Und da freue ich mich auch drauf. Da sehen wir uns dann schon nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss.